Einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich möchte Ihnen heute unseren neuen Podcast vorstellen. Es ist ein Familienratgeber mit Lösungen und Ratschlägen zum Thema Trennung, Umgang, Sorge und Unterhalt. Wir haben zu dem Thema zwei Bücher geschrieben. Das eine Buch ist der Familienratgeber Kindeswohlgefährdung per Gesetz, Selbsthilfe und Lösungen. In diesem finden Sie verschiedenste Themen aufgegriffen im Bereich um das Familienverfahren. Des Weiteren haben wir ein Kinderbuch illustrieren lassen, wo wir den Kindern ihre Rechte und das Thema Trennung und Umgang näher bringen. Unsere Bücher bzw. Hilfestellungen und Ratschläge finden Sie weiterhin auf unserer Internetseite www.kgpg.de. Das ist die Abkürzung für Kindeswohlgefährdung per Gesetz. Unsere Podcasts finden Sie natürlich bei YouTube. Was bieten Ihnen unsere Bücher? Unsere Bücher bieten Ihnen die Möglichkeit, Gleichberechtigung zu erfahren in einem hiesigen System, was nicht auf gemeinsame Sorge ausgerichtet ist. Sie finden hier viele Anhalte für 50-50 Betreuungszeit und das Wechselmodell. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anliegen selbst umzusetzen, ohne dass Sie auf teure Anwälte zurückgreifen müssen. Wir haben einen Gerichtsleitfaden integriert in unseren Leitfaden. Und darüber hinaus haben wir verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie den Streit endgültig und nachhaltig mit dem anderen Elternteil beilegen können. Es sind Musteranträge enthalten in unserem Ratgeber und viele andere Dinge, die sich um die Familienrechtsstreitigkeiten ranken ebenso. Ich möchte mich Ihnen auch vorstellen. Mein Name ist Matthias Breuer. Ich bin 1978 geboren, habe 98 das Abitur gemacht, im Anschluss studiert und mich zusätzlich zum Mediator ausbilden lassen. Seit 2009 bin ich Vater und studiere noch einmal Jura. Seit 2009 beschäftige ich mich mit dem Thema Trennung, Sorge, Umgang und Unterhalt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Schauen Sie auf unserer Internetseite und ich hoffe, dass Sie Gefallen finden an unseren Büchern. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.